Moin Moin Leute, hier ist Janisi und willkommen zu meinen Sugofest Rare Recruits, ja, für das zweijährige Sugofest oder für das Sugofest zum zweijährigen Bestehen mit dem neuen 6-Star Lore drinne. Und ich pulle hier beim ersten Tag und ich weiß noch nicht, wie das Ganze laufen wird, aber höchstwahrscheinlich werde ich mir noch am dritten Tag vielleicht noch ein kleines Gem-Paket holen, das weiß ich aber nicht, und dann vielleicht noch ein Video dazu machen. Aber erstmal, die meisten Pulls machen wir hier am ersten Tag. Ich habe 30 Gems dafür, das heißt 6 Pulls. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht mehr lange, wir gehen gleich rein. Falls ihr euch fragt, was da unter meiner Lippe ist, und zwar genau hier: Wer hat 2 Daumen und kann sich selber nicht rasieren? Dieser Kerl, nein. Ja, ich habe mich beim Rasieren geschnitten. Good job. Ja, so, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ich mache natürlich kein Multipull, da ich ja keine 50 Gems zusammen habe. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal rein. Hauen wir gleich mal den ersten Pull raus. Und ich bin echt gespannt, ob wir hier was Neues bekommen. Ich habe viel mit den kostenlosen Rare Recruits bekommen. Ich habe zum Beispiel Senior Pink bekommen, dann die Funky Brothers, also das war eigentlich das Wichtige. Und dann habe ich zwischendurch mal die 2 fetten Engel bekommen, aber sonst nichts wirklich Großes. Und ich würde sagen, 3, 2, 1. Und der erste Pull, let's go. Ich freue mich schon. Ich sag da mal gar nichts mehr zu, ne? Wir gehen einfach mal zum nächsten Pull weiter. Nächster Pull. Tja, natürlich. Warum auch nicht? So, hau raus. Ich kann nicht mehr. What the fuck war das schon wieder? Ich kann schon gar nicht mehr glauben. Oh, nice. Oh, genial. Genial. Das ist der Trainings-Usopp. Geil. Gleich eine Unit, die ich haben wollte. Und sogar in 5 Sterne. Das heißt, das ist sehr, sehr nice. Was ich vergessen zu erwähnen habe, für alle, die 50 Gems haben, ein Multipull, also dieser 10 plus 1 Pull, gibt euch garantiert goldene Charaktere. Also alles wird 4 Sterne und höher sein, wenn ihr da pullen werdet. Und das ist sehr, sehr nice. Also einmal den Trainings-Usopp drinne von, ja, dem Ritter oder einem relativ neuen Badge auf jeden Fall. Also das freut mich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und vor allem jemanden, den ich noch nicht hatte. So, komm, gleich das nächste Mal. Nein, ich sag jetzt gar nichts mehr zu der Legende. Ich weiß echt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. So, 3, 2, 1. Ja, warum nicht, ne? Okay, und noch was Goldenes, also der Lack hört Bruno, my friend. Ja, 4 Sterne Bruno von dem CP9-Badge, auch hier genial, habe ich noch nicht. Sehr, sehr nice. Also bis jetzt läuft's perfekt, also ich glaube, besser hätte das bis jetzt noch gar nicht sein können. Außer natürlich hätte ich die Legende davor nicht gehabt, das wäre natürlich wieder was anderes. Crocodile, Mann. Ja, den, für alle, die wissen, ich habe den schon, ja, also ich habe den schon in meiner Box drin, deshalb ging da eine, ja, keine große Reaktion von aus, aber sagen wir mal so, wenn das Video vorbei ist, dann werde ich es wahrscheinlich irgendwann realisieren. Ja, die gerade ist irgendwie Duplikate auf der japanischen Version angesagt. Aber beim diesem Sugofest, ja, außer die Legende, alles neue Charaktere. Und wie gesagt, ich bin jetzt schon mega happy. Ich weiß gar nicht, was jetzt noch kommen soll eigentlich. So, 3, 2, 1, komm. Wo sind die silbernen Charaktere? Komm. Da sind die silbernen Charaktere. Komm, Gott, Kobe, bitte. Ah, natürlich nicht. Natürlich Krokus, der alte Herr hier. Der etwas schlechtere Vivi-Ersatz sozusagen. Komm. Nicht mehr lang hier aufhalten. Wie gesagt, könnte ich die abgeben, würde ich die gerne zu euch übergeben auf irgendeinen Account von euch, aber naja, ne, das geht ja. So funktioniert das ja leider nicht. Deshalb, ich weiß nicht, was ich damit machen werde. Ich habe auch noch die ganzen Sengoku, also die 2 Duplikate oder ja, die 2 Duplikate von Sengoku habe ich auch noch in meiner Box. Weiß ich auch noch nicht, was ich damit machen soll. Also, ich bin jetzt so langsam echt überfragt, was ich mit den Kopien machen soll. Also, 3. 2, 1, let's go.
ja, ich so vor allem und dann wieder. Mein Gott. Holy shit. Oh mein Gott, Baby. Guck mal, so ein Mäus. Oh mein Gott, was ist gerade mit meinen Lack los? Ich weiß nicht, ob die Chance mega erhöht ist, weil es gerade das 2 hier... Jetzt 2 Jahre Spezial ist. Holy shit. Holy shit. Oh mein Gott, ja, trotzdem eine neue Legendary. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Ich glaub's nicht. Heilige Scheiße. Zwar nicht die beste Legendary Unit, was mir auch schon viele klar gemacht haben, wo das erste Mal da war am Sugo-Fest. Aber scheiß drauf. Ich bin... What the fuck passiert gerade? Beim letzten Sugofest auch schon. Da hatten wir auch wirklich 2 Legendaries. Und jetzt schon wieder. What the fuck, Mann? What? Was? Ich glaub's gerade gar nicht. Ne, wahrscheinlich ist es einfach Luck mal 2 Sugofest, ja? Wenn man ganz ehrlich ist, das ist wahrscheinlich einfach Lachs mal 2 Sugofest, ne? Lachs mal 2, nein, Lack mal 2 Sugofest. Heilige Kacke, Mann. Heilige Scheiße, was ist das hier? So, 3, 2, 1, let's go. Alter, mir ist sowas von egal, was ich hier pull. Trotzdem was Goldenes, ja? Ja, natürlich. Natürlich, warum auch nicht, ne? Ja, ich meine, weil die anderen Charaktere ja nicht gut genug waren, die ich bekommen habe. Alter, was ist hier gerade los? Also, ich denke ganz ehrlich, ich habe zwar bis jetzt noch keine anderen Videos davon gesehen, aber ich glaube, dieses 2-Year-Sugo-Fest, ey, da muss doch irgendwas an der... Das ist wirklich ein Luck mal 2 Sugo-Fest. Also, what the fuck ist hier los, ja? What the fuck, Mann? Ich versteh's nicht. Was? What the fuck? Hauptsache 2 Dex-Legenden. Ich weiß gar nicht, ob die Dex-Chance erhöht ist. Aber, Leute. What the fuck ist passiert? Ja. Kurs, neue Legende. Trainings-Usopp, neue Legende. neue Legende, neuer Charakter. Ja, Crocodile nicht. Den hatte ich schon. Ich weiß gar nicht, ob das Trainingsname ist. Ich sage jetzt einfach mal Trainingsname. Ich bin mir da nämlich nicht ganz sicher. Aber auch neuer Charakter. Der Bruno, neuer Charakter. Und Krokus muss leider unten bleiben. Den habe ich nämlich, glaube ich, schon. Aber ich muss mal gucken, vielleicht ist er auch ein neuer Charakter. Ja, anscheinend ist Krokus auch ein neuer Charakter. Ich sehe ihn gerade nicht. Deshalb. Anscheinend guck. Also nur neue Charaktere anscheinend. Außer natürlich der Legendary Crocodile. What the fuck? Ich raff es gerade echt nicht. WTF? Also ich meine, what the fuck? Was ist hier passiert? Ja. Ich hoffe, ihr habt exakt so viel Glück wie ich, weil ich habe echt keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Letztes Sugofest, 2 Legendaries. Dieses Sugofest, 2 Legendaries. Wenigstens ein neues, ja? Letztes Sugofest war es Boa und hier war es jetzt Corazon, der neu war, aber what the fuck? Oh mein Gott, ey, ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, Corazon hatte, glaube ich, erhöhte Chance aufzutauchen. Weil am ersten Tag, Leute, wenn ihr zieht, dann definitiv bei diesem Sugofest. Ich bin mir zwar nicht sicher, dass das einen Zusammenhang hat, aber wow. Nummer 1000, Corazon. Warum eigentlich nicht, ne? Kann man hier mal machen. Ich bin Janis Lee, ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen soll. Schreibt eure Sugofest-Pulse in die Kommentare. What the fuck?
Ja, was ist hier los? Bis dann, Leute. Und ciao. Viel Glück euch noch. Wow.